herzlich willkommen zu den CIA TV News im Juni. Ihr Lieben, Österreich. Innenminister Kickels Kifferparagraf kommt jetzt, dank unserer Ärzteschaft, doch nicht. Noch im Frühjahr hatte der bisherige Verkehrsminister Norbert Hofer und der damalige Innenminister Herbert Kickel eine Änderung der Straßenverkehrsordnung präsentiert, die Hanfkonsumenten hierzulande heftige Schwierigkeiten bringen sollten. Kickel hatte vor, Hanfkonsumenten, denen bei einer Verkehrskontrolle ein positiver THC-Wert nachgewiesen würde, eine Volltrunkenheitsfahrt zu unterstellen und dies gesetzlich absegnen zu lassen. Das hätte bedeutet, dass jedem Konsumenten ein fahruntauglicher Zustand unterstellt würde, was mit dem Lenken eines Fahrzeugs mit mindestens 1,6 Promille gleichkommt. Zur Erinnerung, ist jemand mit 1,6 Promille oder mehr in einem Fahrzeug oder anderen Fortbewegungsmittel unterwegs, drohen empfindliche Strafen von mindestens 1.600 Euro bis höchstens 5.900 Euro sowie ein Führerscheinentzug von mindestens 6 Monaten. Dazu kommen dann noch eventuelle Nachschulungen und verkehrspsychologische Untersuchungen, welche dann nochmals Geld kosten. Peter Kolber, Ex-Clubchef der Liste Jetzt, sagte dazu, dass die StVO dazu benutzt würde, illegale Suchtgiftkonsumenten aufzuspüren. Mit der Verkehrssicherheit hat das aber gar nichts zu tun. Letztlich wurde die gesetzliche Initiative wegen der Bedenken der Ärzteschaft gestoppt. ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger erklärte darüber hinaus in einem Gespräch mit dem Kurier, das Thema sehen grundsätzlich alle als wichtig und richtig an. Da gibt es einen breiten Konsens, wir müssen aber aufpassen, wie das genau umgesetzt werden kann. Wir brauchen Grenzwerte, bis wann jemand fahrtüchtig ist und wann eben nicht mehr. Luxemburg, 34 Kontrollen in CBD-Geschäften kurz vor der Cannabis-Legalisierung. Anfang Juni wurde in dem Großherzogtum Luxemburg eine groß angelegte Razzia in CBD-Geschäften durch die Polizei durchgeführt. Die Beamten nahmen Proben und beschlagnahmten Produkte, die nach geltendem Recht verboten sein könnten. Diese Proben würden jetzt laut der Pressestelle der Justiz überprüft, ob es sich tatsächlich um Ware handelt, deren Verkauf verboten ist. Unter den kontrollierten Betrieben waren auch die CBD-Automaten von CBD24. Trotz aller Repression und Gesetzeslage zeigten die Beamten, anders als in Deutschland, wie man seinen Job gut macht und trotzdem human agiert. Die Beamten seien bei den Kontrollen sehr entgegenkommend gewesen, hätten den Betreibern angeboten, ihnen den Wert der zur Probe entnommenen Ware zu ersetzen. Auch wurden nur Waren beschlagnahmt, welche unter das Lebensmittelgesetz fielen. Alle anderen Waren, wie zum Beispiel Blüten und Harze, seien bloß zur Bestandsteilprobe ins Labor mitgenommen worden. England, die anglikanische Kirche von England, zeigt sich offen für den wachsenden Cannabismarkt und möchte in die pharmazeutische Sparte investieren. Edward Manson, der Leiter der Abteilung für verantwortungsvolle Investitionen, teilte mit, dass es einen Unterschied zwischen Freizeitkonsum und dem medizinischen Nutzen von Cannabis gebe. Wir sind mit dem Einsatz für medizinische Zwecke einverstanden, führte dieser aus. Seit November letzten Jahres ist die Nutzung von pharmazeutischem Cannabis in Großbritannien legal. Harry Gugliani, der Chef Operating Officer der Firma Grow Biotech aus England, erklärte, es werden weltweit zahlreiche Forschungsarbeiten zu dem medizinischen Cannabis durchgeführt, die zum besseren Verständnis aller beitragen. Es scheint jedoch, dass die Unterscheidung zwischen pharmazeutischem Cannabis und Freizeitcannabis für einige Menschen unklar bleibt. Wenn Gruppen wie anglikanische Kirche über Investitionen in medizinisches Cannabis nachdenken, können wir damit rechnen, dass sich die Wahrnehmung weiter verändert. USA. Texas legalisiert Nutz- und CBD-Hanf und in Kalifornien ist Gras im Knast erlaubt. Nach dem Vorbild 42 weiterer Bundesstaaten in den USA hat der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, ganz still und heimlich, ohne jegliche Unterzeichnungszeremonie oder öffentlichen Statement, Industriehanf und CBD-Hanf legalisiert. Die Republikaner Charles Perry verfasste das Gesetz und drängte zusammen mit dem Landwirtschaftskommissar Sid Miller, den Gesetzgeber, die Hanferzeugung zu legalisieren, damit die texanischen Landwirte gleiche Wettbewerbsbedingungen haben wie die Staaten, in denen Hanf bereits legal ist.
Im vergangenen Frühjahr gab das texanische Gesundheitsministerium Richtlinien aus, welche CBD-Produkte illegal machte, da sie keine entsprechenden Lebensmittelkennzeichnungen aufwiesen. Währenddessen in Kalifornien. Wie viele bereits wissen, ist in Kalifornien Cannabis als Rauschmittel absolut legal. Wie aber schaut es im Gefängnis aus? Legal sollte auch im Knast legal sein. Theoretisch dürften Häftlinge auch eine Unze Gras besitzen, sofern sie über 21 Jahre alt sind. Doch wie das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so ist, sind die Gesetze mehr oder weniger auch sehr abstrus. Denn auch wenn Häftlinge Cannabis besitzen dürfen, dürfen sie es nicht inhalieren. Anscheinend hat Bill Clinton an diesem Gesetz mitgeschrieben. Schließlich machte der Ex-Präsident in den 90ern Schlagzeilen mit der Aussage: Ja, ich habe als Student Cannabis geraucht, aber nicht inhaliert. Ja, Richter und Staatsanwälte überlassen es den Wärtern, ob und in welchem Ausmaß sie gegen Gras im Knast vorgehen. Der Staat Kalifornien könne weder endlos Geld für längere Strafen verpulvern, noch die Sanktionen wirklich begründen angesichts der geltenden Legalisierung von Cannabis. Ja, ihr Lieben, damit sind wir am Ende der Sendung. Hat euch diese Folge gefallen, dann würde es uns gefallen, wenn ihr noch ein Like da lässt oder einen Kommentar. Wollt ihr keine Folge mehr verpassen, dann abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.